Willkommen zurück zum Spiel und zum Stream. hier haben wir jetzt als nächstes das Spiel Black Forest Boat Truckers. Zu eurer rechten und links Halle. Mal wieder. Ja, und in Leibchen. Du Leibchen. Auch schon wieder mit Hanna kommentiert. Ja, hi, Hanna ist wieder am Start. Ja, wir hatten heute Morgen schon das Spiel, was war's, Halle gegen... Halle gegen Oldenburg hatten wir gestern. Genau, gestern noch war's. Gestern war's. Ja, stimmt. Da so sieht man sich wieder. Das war geil. Ich glaube, das haben wir jetzt auch mal, oder? Was denkst du? Ja. Könnte nochmal knapp werden? Ich hoffe es, weil ich hatte jetzt ein paar Spiele, wo es ziemlich klar war. Und ich möchte ein spannendes Spiel. Kommt schon, Leute. Wir alle wollen spannende Spiele. Wobei... Und Slush-Eis. Slush-Eis ist auch eine geile Sache. ja, Halle ist zu unserer Rechten tatsächlich. Dann scheinen die... Ja, die Boat-Truckers sind auf der linken Seite. Ja, stimmt. Sorry, viel Verwirrung. Halle rechts, Boat-Truckers links. Ja, in Leibchen. Deshalb stimmt, die haben Leibchen an, ja. Weil die Trikots sind wirklich sehr ähnlich. Die sind beide grün-schwarz. Hast du denn einen Favoriten? Boah, ich bin gerade ein bisschen spontan hier eingesprungen, aber so auf Anhieb kann ich es nicht sagen. Ich habe Freiburg noch gar nicht spielen sehen. Ich fand Halle super stark gestern. Habe ja gestern auch schon gesagt, boah, die hätten es fast eigentlich verdient gegen Oldenburg. Deswegen würde ich es denen gönnen jetzt. Das passt perfekt, weil dann bin ich für Freiburg. Du bist für Freiburg? Ja. Okay. Ich habe sehr gute Freunde im Team. Ah. Und ja, ein paar Freiburger kenne ich auch, aber habe ich tatsächlich noch nie in ihrem Team spielen sehen. Ja, wir hatten auf jeden Fall selber Offenburg bereit. Hatten wir, zum Eispokal 2018 hatten wir Nadja und Wolfgang ausgeliehen. Und dann drücken wir denen immer die Daumen. Ja. Und Brooms ab, es geht los. Komm, Wolfgang! Okay. Und Wolfgang hat den Quaffel. Wolfgang hat den Quaffel. Der Quaffel ist bei Freiburg, genau. Oh, da muss ich mich jetzt zurückhalten. Das ist das erste Spiel, wo ich für jemanden bin, halbwegs. Ja, das war ein bisschen illegal. Ein bisschen illegal. Von der Nummer... Zwei. So genau nicht. Ich darf nochmal kurz nachgucken, die Nummer 2. Ich hatte mir das alles im Handy notiert, weil die hatten kein Sheet abgegeben. Und es geht weiter. 2, ich wusste es doch, das war die Alina, die kleine Baoho. Die kleine Baoho, die Alina. Das bleibt im Kopf. Ein Shot, aber der wird abgefangen von den Horcruxen und die haben den Quaffel in der Hand. Bludger Control haben sie nicht. Das ist bei Freiburg. Mal sehen, ob sich das ändert. Freiburg hatte gestern einen ziemlich frustrierenden Tag. Die hatten, glaube ich, alle Spiele verloren. Haben dann aber heute sich wieder zurückgekämpft. Von daher sollte da die Motivation eigentlich sehr groß sein, das Spiel zu gewinnen. So sieht es auch aus. Die verteidigen hier sehr vehement. Aber die Horcruxes haben weiter den Quaffel. Da wird aber abgepfiffen. Der Ball war durch, aber das... Ah, es war schon... Ja, das war wohl ein bisschen... Zu spät, der Wurf, leider. Das Wetter ist heute deutlich schöner als gestern. Auf jeden Fall. Gestern über den Wind unterhalten, der das Scoresheet manchmal ein bisschen beeinträchtigt hat. Aber heute haben wir Sonnenschein und ein bisschen Wind. Und es ist, steht weiterhin 0-0. Das ist auch schön, dass wir da nicht verwirrt werden, wo die 50 Tore auf einmal herkommen. So, jetzt haben wir einen Quaffel-Turnover zu Freiburg. Und auch eine gelbe Karte für Halle. Das habe ich jetzt gar nicht so ganz genau mitgekriegt. Es tut mir leid. Ein schöner Pass von Wolfgang. Und der wird geblockt. Sehr gut verteidigt. Sehr schön verteidigt von der Nummer 17. Bludger Control ist aber immer noch bei Freiburg. Boah, die verteidigen ziemlich weit oben, die Freiburger. Ja, tatsächlich, sehr aggressiv da. Ja. Hat ihn. Aber auch funktioniert was auch. Gebracht. Jetzt haben sie den Quaffel. Schöner Konter da von der Chaserin. Sucht die Anspielstation. Lizzie. Findet Wolfgang. Ja. Der Quaffel geht an. Oh. Ah doch, ist noch bei in Besitz von... Ganz schönes Chaos da hinten in der Keeperzone. Jetzt ist der Quaffel wieder bei Freiburg. Die Freiburger haben auch ein ziemliches Bieter-Problem, wie ich davor ein bisschen erfahren habe. Deshalb hat Wolfgang, der jetzt gerade von den Hoops zurückrennt, auch gestern Bieter gespielt. Der spielt aber im Moment gerne Chaser und das merkt man auch. Also der hat schon in dem letzten Spiel einige Tore für sie gemacht. Das ist auch so ein Spieler, der gerne einfach mal durchrennt. Ah.
Das ist schon viel wert. Oh, Block vom Keeper? Das war. Ich hätte fast gesagt, der war nicht durch. Nee, der war schön geblockt da vom Keeper. Ja. Habe ich jetzt auch gedacht. Es gibt auch ein bisschen Verwirrung. Aber der Ref, die Ref sagt, das Tor war gut. Damit steht es 10-0 für Freiburg. Bludger Control ist immer noch bei Freiburg. Das war es jetzt seit Anfang des Spiels. Dass sie ein Bieterproblem haben, merkt man gerade gar nicht. Merkt man nicht wirklich. Nee. Ne? Ich weiß nicht, was du dir da ausgedacht hast, aber die Bieter finde ich sehr, sehr stark hier. Und Wolfgang? Aber vielleicht Tor. Fehlen dann die Subs und die Bieter machen sich ein bisschen müde. Das kann man zu Anfang des Spiels ja leider noch nicht so richtig sagen. Halle macht langsam, wechselt erstmal ein paar Spieler aus. Ich erinnere mich, die Nummer 4, an die erinnere ich mich von gestern. Das war doch Hulk. Der Hulk, ja. Der Hulk. Schon mal Pass an die Nummer 2, die kämpft sich durch. Ja. Pass zurück auf die 17. Oh, und das ist ein Tor. Schönes Spiel da von den Chaserinnen. Gehindert von einem der Freiburger. Das hat sie sehr schön gemacht. Okay, auch ein großer Wechsel bei den Freiburgern. Jetzt verteidigt Kalle ebenfalls sehr hoch, zumindest mit einem Spieler mit dem Point. Freiburg hat sich jetzt BS geholt. Da ist es wieder zurückgegangen in den Süden. Und den Quaffel haben sie auch immer noch. Ja, jetzt, und jetzt haben sie ihn verloren. Das ist ein Konter. Bieter ist aber da. Und der müsste auch. Ja. Schön durchgerannt, die Nummer 18. Auch nicht stoppen wollen. Nee. Da zieht man dann doch eher zurück. BS oder Bludger Control jetzt mal bei Halle. Sehen, wie sie das einsetzen in der Verteidigung. Ich finde es immer so schlimm, wenn die BS sagen. Ich denke da immer was anderes an. Das offensichtliche, offensichtliche Abkürzung für ein etwas anderes Wort, das wir hier auf dem Livestream nicht sagen dürfen. Jetzt hat Halle Bludger Control. Ja, genau, die haben. Rooms down. Das wurde ein bisschen überhört. Ja, das war jetzt ein Double Reset, deshalb gibt es einen Turnover vom Quaffel. Ah. Ungünstig für Freiburg, die jetzt keinen Bieter mit Blatt. Oh, doch. Der Bludger geht an Clara aus Freiburg. Und sie kann das Tor auch verhindern. Zumindest durch den Druck, den sie ausgeübt hat. Der Quaffel ist bei Freiburg gelandet. Keeper macht einen schönen langsamen Aufbau, wartet da auf seine Bieter. Gerade gesuppt. Und BS ist weiterhin bei Freiburg. Spielstand ist inzwischen 20-20. Passt ganz gut zum Spielverlauf, zur Spielweise. So zum Gefühl, ne? Relativ, ja, zum Gefühl. Das ist das richtige Wort, zum Gefühl. Ja, weil es fühlt sich relativ ausgeglichen. Sehr augenhöhig mal an wieder. Hier. Wie gestern war es. Oh, schöner Pass hinter die Hoops und der ist drin. Das war ein sehr schönes Trolltor. War das die Nummer? Ich weiß es leider nicht. War das? Ja, die Nummer 16. Ja. 16, ja, Nadja Stöffler. Die Nadja Stöffler. Die hat schon für 3 von 6 Baden-Württemberg-Teams Turniere gespielt. Mhm. Kommt ja ganz schön rum. Ja. Ja, Karlsruhe, Offenburg Karlsruhe, und jetzt ist sie für Freiburg unterwegs. Oh, genau, stimmt. Ja, die Erfahrung zahlt sich aus, wie man sieht. Ja, ein Broomstown. Ref scheint mit dem Bieter zu reden. Ich weiß nicht, was da passiert. Hast du was gesehen? Nein, leider nicht. Yellow Card für
Ich glaube, es war Ignoring Ref Call. Ja, irgendwas mit Referee, hat sie gesagt. Ja. Wahrscheinlich war es Ignoring Ref Call. Also hat nicht gehört, was der Schiedsrichter gesagt hat, die Schiedsrichterin. Jetzt kommt noch der Speaking Captain von Halle aufs Feld. Geht aber relativ schnell wieder weg. Da gibt es nichts zu diskutieren. Oder doch? Die Schiedsrichter diskutieren weiter. Quaffel ist bei Halle. Und Bludger Control wieder bei Freiburg. Da liegt auf dem Bludger auf dem Boden. Oh, ja, das heißt, im Moment gibt es keinen einzigen. Ah ja. Jetzt gibt es wieder einen Bieter bei Halle. Hat eine Weile gedauert. Ach ja, klar, der hat eine Karte bekommen, der andere Bieter. Das ist ein sehr guter Ruf vom Coach von Halle. Denk dran, was wir Montag im Training gemacht haben. Schönes Tackle. Das tat weh. Ja, da hat's gerumst. Ja. Sah aber trotzdem schön aus, muss ich sagen. Also ich würde nicht da getackelt worden sein wollen, aber... Ich glaube, sie ist auch einfach auf den Ball da noch drauf geflogen. Ja. Und bei der Wucht tut es schon weh. Ja, gibt's eine Entschuldigung. Sehr fair. War das die Nummer 35? Habe ich das richtig erkannt? Nein. Steht leider nicht auf meiner Liste hier. Oder die jetzt rausgeht, ist die Nummer 71. Das Tackle. Der Keeper. Ja. Ist das der Oscar? Ich glaube, es ist der Oscar. Ja, müsste Oscar sein. Hat den Ball. Oscar Paul. Ah ja, er fällt mit seinen roten Haaren auf. Steht auch auf der Liste. Ah, es ist Oscar. Oscar hat gerade schön Hallo getackelt. Oscar. Der fällt aber tatsächlich auf. So ein typischer Keeper irgendwie, so wie man ihn sich vorstellt. Mhm. Ja, Tor von Wolfgang. Schönes Trolltor wieder. Das gefällt mir bei Freiburg. Ja. Die spielen sehr schöne Pässe hinter die Ringe, die auch direkt verwandelt werden. Gibt ein bisschen Panik. Ich glaube, da wurde wieder ein Ref-Call ignoriert. Ja. Ich habe nur gehört, du bist Beat! Du bist Beat, ja. Beater, du bist Beat. Es ist natürlich nicht so leicht zu erkennen, welcher Beater denn jetzt Beat war. Ja. Gibt ja doch vier Stück insgesamt auf dem Feld. Beziehungsweise momentan nur drei. Ja, okay, gerade ein bisschen der Speaking Captain eine etwas hitzige Diskussion. Mal gucken, was da rauskommt. Wird direkt wieder weggeschickt. Refs erstmal unter sich. Die 63. Also der Speaking Captain von Halle, das war auch der uns gestern noch, oder mir gestern noch die ganzen Details aufgegeben hat über sein Team. Das war richtig süß. Ah, der auch gesagt hat, dass die lahmarschig sind? Nein, das war der Coach. Der ist der jetzt gerade die Hände über dem Kopf hat. Ah ja, der scheint ja ein Fan von seinem Team zu sein. Da haben sie ja gestern das Gegenteil bewiesen. Auf jeden Fall. Weder lahmarschig. Ganz schön viel geflitzt sind sie. Ja, hast du jetzt verstanden, was sie gesagt hat? Also ich weiß, sie hat gerade nur den Score gesagt. Das Tor war gut. Es steht 30-20, wenn der Score-Table das richtig anzeigt da. Ah, nein. Vielleicht tut es auch nicht. Gibt es nochmal einen kurzen Rückschluss. Ich glaube, es sind vielleicht schon 40. 40-20. Das hat nämlich auch gerade der Keeper von Freiburg angezeigt. Ich meine, gut, dass der das anzeigt. Okay, ja, scheint das richtige Ergebnis zu sein. 30-20. Oh, da ist der Koffer auch schon im Tor. Das war ein schnelles Tor für die lahmarschigen Horcruxer aus Halle. Und nur noch mal zur Erinnerung, wir sagen das nicht, das sagt der Coach. Das sagt der Coach, ja, das ist kein Zitat von uns. Ja, das gefällt mir. Der Keeper von Freiburg gibt deutliche Anweisungen. Sagt gerade, Wolfgang, geh hinter die Ringe. Ja, deutliche Anweisungen, sehr ruhiger Aufbau ja. vom Oscar.
Und dann passt auf den Wing. Bei den Bietern ist gerade volle Action. Mal gucken, wer da mit BS rauskommt. Vielleicht kann das direkt auch schon für ein Tor genutzt werden. Für die da wird der Ball abgefangen. Ist das direkt ein Kontertor? Von Hulk ein Pass auf die 78. Ja. Und das ist ein Tor. Das ist auch jeder schön. Ball, den die 71... Ich glaube, es ist eine 78. Ich finde ihn gleich, aber jeden Ball 78. Auf jeden Fall, den er hat, 78, ist das auch im Tor. Ja, schön. Und man hat auch gesehen, er kann nicht nur selber driven, er kann auch... Nee, von den Swooping Evils ausgeliehen. Ah, okay. Ja, der Transfer hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob Lizzie da so arg gegen René ankommt. Sie ist so klein und er ist so groß. Oh, ist das ein Ledger Turnover? Ich glaube nicht. Down. Oh. Da war sie wohl ein bisschen zu langsam. Gab nicht genug Druck auf den Quaffle Carrier, deswegen gibt es jetzt einen Turnover vom Quaffle zu Halle. Ja. Hier beim Livestream-Team gibt es große Diskussionen. Das wird nicht so ganz akzeptiert. Aber Entscheidung des Schiedsrichters, der Schiedsrichterin. Der Quaffel geht. Und ich weiß, wer gleich den Ball hat. Ja. Der ist noch immun. Referee war sich auch nicht ganz sicher, aber doch, der Keeper war immun in seiner Zone. Aber hat den Quaffel direkt verloren. Das war nämlich ein Steal. Der Call war aber alleine sehr schön für Renés Gesicht. So. Bitte? Das ist natürlich frustrierend, gerade den Quaffel bekommen. Ledger ab. Drängt sich durch. Oh. Jetzt stehen sehr viele auf dem Coffee Carrier sucht an der Anspielstation. Ja. Wolfgang winkt ist auch nicht dahinten, so richtig aber überzeugt. Das ist ein bisschen, da geht der Koffer an nicht Halle. Was sagst du? Da hat er ihn, glaube ich, nicht gesehen. Weil Wolfgang hinter, du hast ja gerade gesagt, er hat eine Anspielstation gesucht. Ja. Und Wolfgang hatte hinten die ganze Zeit die Hand um. Ja, ich glaube, er war auch gedeckt, oder? Ja. Nee, Wolfgang stand komplett frei. Na gut. Aber ich glaube, die Nummer 31? Ja. Die war gedeckt. Und hat ihn einfach nicht gesehen. Na gut, das passiert. Der Quaffel ist bei Halle. Gehen langsam vorwärts tragen. Pass auf den Wing. Die 2-2-Verteidigung ist angesagt. Denn Freiburg hat kein BS in der Verteidigung. Oh, sehr schöner Block. Ja, aber auch ein schöner Pass. Es war ein schöner Pass von der 78. Ist leider nicht in ein Tor resultiert. Und da wird ein Timeout bestellt. Von Freiburg. Genau. Nach 9,5 Minuten das erste Timeout. Ja, wo wir gerade eine Minute Pause haben, wollte ich mich noch kurz entschuldigen. Ich habe ja gestern auch schon Halles Spiel kommentiert und wurde im Nachhinein darauf hingewiesen, dass ich wohl mehrmals den Maximilian, der jetzt gar nicht auf dem Feld ist, den Coach, als Nazio Rhino bezeichnet habe. Obwohl er natürlich ein Nazio Horcrux ist, also der einzige Spieler des Teams, der der Nationalmannschaft ist. Bei uns Rhinos ist es auch immer Spruch, die Nazio Rhinos kommen. Und da lag das irgendwie so ein bisschen auf den Lippen. Also an dieser Stelle Entschuldigung. Maximilian ist natürlich ein Nazio-Horcrux. Sie werden es dir verzeihen, glaube ich. Ich hoffe auch. Wir verstehen uns ganz gut auch. Ich denke, die Wut hält sich in Grenzen. Jetzt geht nochmal, warum auch immer, die Head-Referee. Nein, jetzt läuft sie wieder zurück, okay. Aber gerade ging sie zu den Hallenspielern hin. Ah, Halle ist inzwischen in Führung fürs erste Mal in diesem Spiel. Ja, die haben einige schöne Kontertore gemacht da, ne? Also. Das Timeout ist vorbei. Die Goal-Refs sind gerade auch nochmal zu den Schiedsrichtern gelaufen. Vielleicht gab es da allgemeinen Klärungsbedarf. Ja, allgemeine Hinweise vielleicht nochmal. Achtet hier drauf, achtet da drauf. Quaffle im Besitz von Freiburg und Bludger Control ist bei Halle.
Ja, der Keeper hier, der Sub von, ich habe den Namen leider vergessen, auf jeden Fall auch ein sehr schöner, ruhiger Aufbau vom Keeper. Also Freiburg hat da wirklich viel Struktur drin. Da weiß jeder, wo er hingehört, jede, wo sie stehen soll. Oscar war es. Oscar war der Keeper vorher? Ja, der Keeper. Alles klar. Der Kurve ist auf jeden Fall jetzt bei Halle, die BS haben. Oh. Also zwei Klatscher im Angriff. Und da gibt es auch den Keine-Bieter-Call. Ja. Nummer 8 hat den Ball hinter den Hoops, passt an die 78 und der haut ihn rein. Der ist drin. Sehr schönes Passspiel da. Die 78. Ja. Also da hier von den Swooping Evils, da. Ja, René. Ich bin ein Fan. Ich bin Fan. Also kann selber driven, verteilt schöne Pässe, empfängt schöne Pässe. Guter Zuwachs. Freiburg ist mit dem Quaffel noch hinter der Mittellinie, weil sie sehr stark unter Druck gesetzt werden von den zwei Bietern mit Bludgern in der Verteidigung von Halle. Die Bieter sind doch gerade richtig gut von Halle. Der passt ein bisschen hoch, aber Freiburg hat weiterhin den Ball. Die läuft gleich direkt in die Bieter rein. Hätte fast schon reinwerfen können, gefühlt, so nah wie sie am Tor stand. Die Bieterin sehr lange gezögert. Ein schöner Pass. Oh, und da macht sie ihn trotzdem noch. Van Dieter Maaßen. Damit steht es 50-40. Weiterhin sehr, sehr knapp. Aber mein Halle ist vorne. Mein Freiburg. Ich muss mich auch wirklich so die ganze Zeit so, komm schon. Weil ich habe so, schon so viel angefeuert, weil Offenburg jetzt selber nicht spielt. Ja. Sehr schwierig, wieder in die neutrale Rolle zu kommen. Das ist okay. Du bist ja zum Glück kein Schiedsrichter. Ja, da wäre es ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Aber. Freiburg erobert den Ball. Ah, und Oscar ist wieder dabei. Oscar ist wieder dabei. Wieder ein sehr langsamer Aufbau von Freiburg. Diesmal auch alle ziemlich auf einer Seite. Da wird ein Blatter verworfen. Ist das direkt eine kein noch ein Beat geblockt? Sehr schön. Ja, und das, das ist ein schön. Tor. Mehrere Beats geblockt und dann den Ball reingeworfen. Ja. Und wenn ich es jetzt richtig sehe. Nein, doch nicht. Wo sind die Blatscher? Da fehlt doch ein Blatscher. Nein, okay, ich habe einen Spieler nicht gesehen. Wir haben zwei Blatscher in der Verteidigung bei Freiburg. Ah, einer wird hier von der Nummer 10 nach vorne getragen, geworfen. Leider neben. Und die Blatscher sind weiterhin bei Freiburg, während der Quaffel ebenfalls da ist. Und da ist er auch schon wieder weg, nämlich im Tor. Es gibt einen Rooms Down. Ist da ein Foul passiert? Hast du es gesehen? Ah, aber von einem Halle-Spieler. Vom Keeper schon. Ja, ich glaube, das war, als Wolfgang an ihm vorbei wollte. Weil was anderes kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Der Rest der Freiburg-Spieler war ja weg. Illegaler Kontakt. Ja. Genau, nicht genau spezifiziert. Illegal Kontakt. Gelbe Karte. Damit geht das Keeper-Headband an die Nummer 71. Hier steht es 60-50, wenn der Scorsi das mal auch ändern würde. Jetzt tun sie es ändern. Mhm. Und das Headband geht wieder zurück. Es gab wieder ein bisschen Verwirrung. Wenn ein Tor geschehen ist, ist natürlich die Penalty Time annulliert und der bestrafte Spieler kann direkt auf dem Feld bleiben. Das hat er vergessen. Ist ja nichts passiert. Keine Bieter ist die Ansage für. Da war ein Missverständnis. Der Pass ging daneben, aber Halle behält den Ball. Jetzt auch nicht mehr. Ein Foul von Freiburg wird angezeigt. Halle behält den Ball. Die spielen da gerade schön ruhig. Pass an die Nummer 9. Und der macht ihn rein. So, und das nächste Foul, mal sehen, was diesmal war. Ja, es sind jetzt doch viele Fouls. Aber man muss auch dazu sagen, es ist das
vierte Spiel am Tag für beide Mannschaften. Und natürlich, je müder man wird, je anstrengender die Spiele werden, desto mehr Fouls passieren dann. Ja, ist für uns alle die sechste Stunde, würde jetzt Nadine Ceranik aus Darmstadt sagen. Wir sind alle ein bisschen platt. Da rutscht die Hand auch dann mal aus Versehen an den Hals oder so. Das klingt gut. Aber ich weiß, was du meinst. Gestern war es zu kalt mit Jacke, jetzt ist es zu warm für T-Shirt und Hose. Es ist ein bisschen warm, aber weißt du, ein Slush-Eis kann ich wirklich empfehlen. Wo findet das man die denn? Findet man da hinten in der Sportsbar. Das ist echt eine ganz coole Sache. Da gibt es auch den Livestream im Gebäude. Das heißt, gestern, als es so kalt war, konnte man schön drinnen die Spiele gucken. Das klingt gut. Okay, dann gucke ich da auch später auch mal vorbei. Ich brauche einen Kaffee trinken, oder? Ja. Ich brauche einen Kaffee. Ja, das ist echt eine sehr schöne Location hier, muss man schon sagen. Okay, es gab währenddessen eine gelbe Karte an den Freiburg-Bieter. Aber ich weiß nicht, warum. Das habe ich leider auch nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, auf was sie warten. Ah, auf den Korb. Und ein Blatter-Turnover gibt es auch, wie oft bei den Beater-Fouls. Ich weiß nicht, wo der jetzt hingeturnt wird. Ich glaube, er wird zu den Hoops gelegt. Ja. Also kann sich Halle den Blatter da selber abholen. Jetzt reden die Referees nochmal miteinander. Und das Spiel geht weiter. Das Spiel geht weiter. Der Quaffel ist bei Freiburg. In der Hand von Oscar, dem Keeper und Coach des Teams. Oder einem der Coaches. Schönes Tackle da auf die Bieterin, aber sie behält ihren Ball. Und BS ist weiterhin bei Halle. Da hat er probiert, den Beat abzublocken. Ist aber dann in den Keeper reingelaufen, ja. Pass auf, die Nummer 9. Und das ist drin. Sehr schönes Passspiel dabei, Halle, muss man wirklich sagen. Es wird erneut ein Broomstown wegen einem angezeigten Foul gegen Freiburg. Oder von Freiburg. Das Spiel kommt mir eigentlich nicht sehr hitzig vor. Die Spieler sind eigentlich sehr entspannt, habe ich das Gefühl. Ja. Gehen sehr freundlich miteinander um. Aber die Refs sehen das wohl anders. Oder zumindest sind da Kleinigkeiten, die eben leider nicht ganz legal sind. Das ist natürlich immer schade ein bisschen für so einen Spielfluss, wenn ständig abgepfiffen wird. Das stimmt. Vor allem bei der Sonne. Die ganze Zeit in der Sonne stehen. Das ist auch irgendwann anstrengend. Also es ist gar nicht, glaube ich, so warm, aber die Sonne knallt gerade so runter. Ja. Wir können wenigstens Kappen aufziehen, die Spieler leider nicht. Was? Wo ist denn der Head Referee? Ah, die diskutiert noch mit dem Freiburg-Spieler und gibt ihm auch eine Karte. Oder auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Sie hat den Score gerade angesagt. Checkt nochmal, ob alles stimmt. Ich glaube, sie pfeift jetzt wieder an. Und da geht es nochmal zum Score-Table, um nochmal das abzusprechen. Aber es geht jetzt weiter. 70-60 ist der Stand für Halle. Sind ganz knapp vorne. Aber der Quaffel ist jetzt bei Freiburg. Das kann sich also schnell ändern. Wir haben auch die 16. Minute. Das heißt, der Schnatz macht sich langsam bereit. Und auch die Sucher. Ein schöner Drive. Pass kommt leider nicht an. Aber der Quaffel ist weiterhin bei Freiburg. Nein, jetzt ist er bei den Horcruxen. Freiburg hat allerdings immer noch zwei Blatter in der Verteidigung. Das ist schon mal eine ganz gute Ausgangslage. Gibt es einen Alarmcall von Halle? Von Halle. Die hatten wohl Angst vor den Blattern. Zu Recht, denn jetzt hat Freiburg gleich den Ball, glaube ich. Ja. Freiburg darf den Ball inbounden, weil er über die Linie gegangen ist. Und da ruft das Halle-Team von draußen.
herein. Es gibt schon wieder einen Foul von Freiburg. Ja, da wird wieder abgepfiffen. Sind die Refs ein bisschen näher dran? Vielleicht hören wir mal, worum es geht. Ja, kommt mal. Kommt näher zu uns. Redet mal lauter. Ja. Wenn wir schon mal Pause haben und die noch kurz ein bisschen länger geht, kann ich auch. Oder auch nicht? Ah, doch, das war der Pfiff auf der anderen Hälfte. Der Sucher von Freiburg ist Nadja Stöffler. Hat damals bei uns beim Eispokal, glaube ich, wirklich jeden einzelnen Schnatz gefangen. Ui. Tut auch eigentlich für Freiburg so gut wie immer catchen. Aha. Von daher, das ist auch so eine Spielerin, könnte man sagen, kleiner Boho. Ich weiß nicht, ob sie das gerne hört. Sorry, Nadja, wenn nicht, aber. Da bin ich aber erstmal gespannt. Ich finde es so schön, wenn man viel mehr Seeker sieht, die ja catchen und nicht nur als Defensive Seeker draufgestellt werden. Ja, das liebe ich auch. Da erblüht mein Herz. So, jetzt gibt es eine Karte. Oder nur ein Warning. Wusstest du, dass es in Freiburg eine Quidditch-WG gibt übrigens? Hier steht bei mehreren Spielern, dass sie Mitglieder dieser WG sind. Das klingt. Das wusste ich tatsächlich nicht. Nach einer ziemlich coolen Wohngemeinschaft. Ja. Ein Tor für Freiburg. Damit steht 70-70. Oder war das Tor nicht gut? Doch, müsste gut sein, oder? Ich habe den Pfiff gehört. Ja, jetzt kommt der Pfiff. Table, ja, stellt es auch um. 70-70, Gleichstand. Sehr enges Spiel und der Schnatz ist gleich auf dem Feld. Ja, perfekt für wenn der Schnatz aufs Feld kommt. Das wird wieder so ein knappes Spiel, wie wir gestern schon kommentiert haben. Ja. Der Schnitz-Catch wird entscheiden. Prophezeie ich jetzt mal. Oh, da rennt Oskar wieder durch. Oskar keine läuft. Bieter bei ihm. Tatsächlich leider kein Tor. Da wollte er sich vielleicht die Arbeit sparen, durch vier Leute durchzugehen und dachte, ich schieß mal so. Hat ja auch in der Vergangenheit funktioniert. Ah. Stopp. Ein Timeout-Call von Kassel. Ach, Kassel. Halle. Wow. Ja, die Horcruxe callen das Timeout. Das ist das zweite Timeout, danach wird es keins mehr geben. Jedes Team hat ein Timeout gecallt. Oh, es gab noch eine Blue Card für eine Spielerin von Halle, die aus ihrer Substitution Area rausgegangen ist, um den Referee was zu fragen. Ui, nee, das darf man natürlich nicht. Nein. Jetzt, da das in der Substitution Area passiert ist, muss jetzt ein Spieler vom Feld für eine Minute raus. Ist auch immer ärgerlich, wenn du gar nichts gemacht hast und du musst trotzdem raus. Das ist nochmal ein Teamsport. Ja. Ja, stimmt. Der Timeout wurde dann auch nicht genehmigt. Bludger Control ist mit Freiburg und der dritte Bludger liegt in der Hälfte von Freiburg und wird irgendwie nicht beachtet. Trotzdem, wenn sie das jetzt schaffen, okay, ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, ganz ohne ihre Bieter und mit zwei Bietern von Freiburg, die Bludger eigentlich hatten. Ja, und da bin ich auch ein bisschen sprachlos. Ziemlich furchtlos da durchgekämpft. Und der verwandelt. Der Schnatz ist auf dem Feld. Den kenne ich noch nicht. Kenne ich auch nicht. Ein schönes Trikot von der Deutschen Meisterschaft an. Ja, das ist wirklich schön. Spricht vielleicht auch dafür, dass er noch nicht so bekannt ist. Ja. Vielleicht ist es ja sein erstes Turnier als Schnatz, ich weiß es nicht. Aber er sieht kräftig aus. Es war ganz witzig, beim letzten Spiel haben wir gesagt, wir kennen den nicht, aber es gibt ja zwei Typen von Schnatzen und er wird bestimmt eher so der Kräftige sein, der eben, ich weiß nicht, wie man das Fachwort dafür, und dann ist der die ganze Zeit übers Feld gerannt. Ja, man kann es nicht unbedingt sehen, witzig. Ne? Nee, man kann es wirklich nicht sehen. Wie ist denn hier deine Seekerin aus Freiburg? Ist sie denn eine Flinke? Ja, oder? Sehr flink. Also sehr flink. Auch öfters mal catche durch die Beine durch und einfach, sie gibt nicht auf, also sie nervt dich so lange, bis sie den Catch dann halt hat. Ja. Kann ich mir allerdings vorstellen, gegen so einen sehr stark aussehenden Schnatz erstmal, dass sie da vielleicht Probleme hat, ja, wenn sie da viel irgendwie... Also sie wartet dann praktisch immer auf den Moment. Echt gut, das macht jeder Schnatz, aber
warte dann immer auf den Moment, wo es klappen könnte. So, jetzt okay. gibt's das Recall. Jetzt gibt's auch das Timeout. Das Halle schon vor ein paar Minuten wollte. Ja, das, warum gab's das nicht? Wieder eine Karte dann? Ja. Glaube ich zumindest. Wurde nicht genehmigt. Aber gut, ist auch ein ganz guter Zeitpunkt jetzt nochmal. Das stehen Sie. Gut, ich bin gerade gekommen. Dann kann ich, ja. ich hole mal kurz Sonnencreme. Alles klar, Sonnencreme ist notwendig. Die Sonne knallt immer mehr. 80 zu 70 ist der Stand, nochmal zur Erinnerung. Der, glaube ich, auch eingeblendet. Es ist sehr, sehr knapp. Und so war es auch, also ich bin mir gar nicht, doch, am Anfang war es schon so, dass mal ein Team mit 20, 30 Punkten weg war, aber jetzt gerade so in den letzten paar Minuten war es eigentlich immer nur dieser 10-Tore-Unterschied. Noch 10 Sekunden Timeout, dann geht's weiter. Und Freiburg im Angriff mit Bludger Control und Wolfgang. Und Wolfgang. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Er läuft jetzt auch einfach ganz entspannt um die Hoops. Niemand macht irgendwas. Der war knapp vorbei. Yeah. Fast ein Longshot-Tor. Und Halle hat dadurch den Korb erobert. und die Seekers. Die Suchers sind auf dem Feld. Die Sucher sind auf dem Feld. Der. Ja, siehst du, was ich meine? Sie ist. Sie geht voll rein. Ja. Auf geht's, Nadja. Da hat man schon den Klettverschluss gehört vom Schnatz. Da war Alina schon mal kurz am Schnatz dran. Wo ist denn der Hallesucher? Der kommt leider nicht näher dran, denn Freiburg ist mit zwei Bietern am Schnatz. Sie gehen jetzt nochmal in die Verteidigung. Wollen verhindern, dass sie aus der Range kommen wahrscheinlich. Ja. Steht aber 80-80, also können sie sich schon leisten, hier volle Konzentration auf den Schnatz zu packen und auf den Catch zu gehen. Aber vielleicht braucht die Sucherin ja auch ihre Bieter gar nicht so dringend. Ja, und René ist jetzt als Sucher für Halle auf dem Feld. Der kommt aber wirklich nicht näher dran. Kommt nicht näher dran, aber er hat lange Arme. Also wenn er mal ein bisschen Zeit bekommt am Schnatz, kann ich mir vorstellen, dass der dann ganz schnell weg ist. Der Schnatz. Schnatz ist sehr nah an der Linie. Ja. Ich glaube, da muss er ein bisschen aufpassen. Nicht, dass sein Catch am Ende nicht gut gerufen wird, dass, nur weil er über die Linie getroffen ist. Das wäre ein bisschen traurig. Okay, im Spiel selbst passiert im Moment gerade nicht so viel, weshalb wir uns jetzt auch gerade beide auf ein Snitch-Game konzentriert haben. Ja, die Teams sind beide sehr, sehr... Oh! Einfang. Da war ein Catch. Von René von Halle. Der Schnatz ist sehr weit hier in der Keeper-Zone, der Horcruxe, muss ich sagen. Also Darf er das? Darf er das? Ist angehalten, sich dazwischen aufzuhalten. Ja. Ich weiß nicht, ob so ein Catch jetzt gut sein kann. Wahrscheinlich schon, sonst würde er direkt no good gecallt und es würde einfach weitergehen. Ja. Aber sie zählen die Gender Rule. Der Catch ist gut. Der Catch ist gut. Damit Glückwunsch an Halle. Halle gewonnen. Ich hab's ja gesagt. Nein, ich freue mich einfach sehr für Halle, weil die es in meinen Augen gestern auch schon verdient hätten. Ja, das stimmt. Da haben wir es ja beide gesagt. Oldenburg hat es auch verdient zu gewinnen gestern, aber es ist einfach schön, Halle mal gewinnen zu sehen. Ein sehr sympathisches Team auch. Ich möchte einmal einen Sieg kommentieren für eine Mannschaft, die ich mag. Tja, dann bleibt dabei am Livestream, würde ich sagen. ihr hört doch noch Spiele von mir. Also wenn ich dann euer Team kommentiere, das bringt nicht unbedingt Glück. Ja, wir verabschieden uns. Ja, tschüss von Hanna. Tschüss von Lena.